Review-Zeit, Ladies und Gentlemen und Turtles-Fans da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Nickelodeon Teenage Mutant Ninja Turtles Figuren-Review. Ja, Leute, schaut euch das an. Das sind die neuen Turtles. Das ist die neue Turtles-Verpackung, wie sie zurzeit in Amerika draußen ist. Und ich habe, wie ich es euch versprochen habe, natürlich was importiert, damit wir uns auch von den ganzen neuen Figuren mal genauer was anschauen können. Und vor euch steht jetzt der Mystic Leonardo. Das heißt, ich werde euch in den nächsten Wochen eine weitere Version der Variant-Turtles vorstellen. Und ja, ihr seht schon, wie ich gesagt habe, die Verpackung sieht jetzt um einiges cooler aus. Vorne drauf seht ihr richtig schick Leonardo jetzt am Start. Jede Turtles-Figur hat jetzt oben ein Bild drauf von der jeweiligen Turtles-Figur, die in der Verpackung drin ist. Also hier ist Leonardo. Bei den anderen seht ihr dann Raffi, Mikey und Donnie mit drauf. Das sieht wirklich äußerst schick aus. Das Ganze ist jetzt in so einem schönen grün-gelb gehalten. Ich finde, diese Verpackung ist um einiges ansprechender als die andere, als die alte grüne Verpackung. Also die gefällt mir richtig, richtig gut. Vorne auch so die Blister-Verpackung, das ist alles ein bisschen breiter gehalten. Also da hat Playmates definitiv doch mal irgendwo Geld reingesteckt, um etwas zu verbessern. Das ist wirklich sehr schön. Wie gesagt, die Mystic Turtles jetzt bei mir auf meinem Kanal am Start. Ich denke mal sogar, dass ich dafür die Throne Battle Turtles ein bisschen nach hinten versetzen werde, damit ihr jetzt jeden Mittwoch einen von diesen neuen Mystic Turtles sehen könnt. Die sind, wie gesagt, wirklich brandaktuell. Kommen wir mal auf die Rückseite, denn das interessiert uns ja nun. Dadurch, dass das hier komplett neue Figuren sind, was geht in Amerika ab? Ja, wir sehen hier schon erstmal wieder die Bio. Hier seht ihr Mystic Leonardo. Quick and light, like the wind. Sehr cool. Waffen hat er hier einen Bogen mit Pfeilen und seine Zwillingskatanas. Also auch sehr cool. Team Ninja Turtles, das ist auch klar. Wir sehen jetzt hier nicht mehr drauf, dass wir hier einen Turtles-Panzer haben oder ein Fußsoldatenzeichen. Das haben die auch gechanged. Auch nicht schlecht. Ihr seht auch hier hinten, wenn ich mal so ein bisschen an die Bio ranzoome, Leo steht in so einem Wald. Das haben die cool gemacht, oder? Schaut euch das an. So ein bisschen Waldbereich hier am Start. Und ja, gucken wir mal, was haben wir denn weiter unten? Das ist natürlich jetzt sehr interessant, denn da sehen wir mal, was die Amerikaner für ein neues, ja, Turtles-Krams am Start haben, wo ihr euch dann auch drauf freuen könnt. Denn wenn alles soweit klappt, kriege ich auch das alles mit hier am Start. Hier sind alle Mystic Turtles. Da könnt ihr einen minimalen Vorschau, einen kleinen Blick schon mal drauf werfen, was demnächst hier zu sehen ist in dem nächsten Mittwoch. Die nächsten Wochen auf jeden Fall, Leute. Ich bin völlig hin und weg, weil ich finde das absolut genial. Dann sehen wir mal weiter unten. Da ist einer bei, auf den freue ich mich richtig. Nicht der Affe, nein. Mikey Turfleitel, bass, bass. Oh ja, Mikey Turfleitel, Leute. Den habe ich mir ehrlich gesagt auch schon importiert. Ich hoffe, er kommt die Tage. Dann kriegt ihr den vielleicht sogar schon den nächsten Mittwoch zu sehen. Das muss ich mir einfach mal überlegen. Aber hier noch weitere Sachen. Richtig cool, da haben wir lange drauf gewartet. Wir haben Monkey Brains am Start aus der ersten Staffel der Turtles. Da ist er. Er kommt auch endlich zu uns. Da bin ich mal äußerst gespannt drauf. Dann haben wir den Napoleon Bonafrog am Start. Auch wieder eine komplett neue Figur aus der neuen Serie. Ich liebe es. Und die sehen zumindest hier auf dem Prototypen richtig, richtig geil aus. Dann weiter runter haben wir den alten Standard. Da haben wir die Battle Shell Turtles und April O'Neil. Und auf der rechten Seite haben wir natürlich auch nochmal so ein bisschen alte Sachen am Start. Shredder 2.0, der Robotic Foot Soldier, der uralte Krang, die Mausers, Tiger Claw, Fishface, Dog Pound, der Scribblenoid. Weiter unten haben wir Bebop und Rocksteady. Wer die bei mir noch nicht gesehen hat, schaut mal rein. Daneben ist Spider Bites und dann kommt der Dark Beaver. Die Albtraum-Beaver sind auch am Start. Ich glaube, es gibt sogar zwei Stück dann davon. Weiß ich noch nicht, wann die zu mir kommen werden. Ich glaube auch noch nicht, dass die zu dem jetzigen Zeitpunkt in Amerika erschienen sind. Aber Leute, es ist so genial. Endlich haben wir wieder komplett brandneue Turtles-Sachen hier. Und ich bin echt sehr froh, dass ich euch das hier präsentieren kann. Ich kann euch aber auch dazu sagen, dass wir das importieren. Ja, das hat ein paar Euros gekostet, das glaubt mir mal. Aber ich hoffe ja, dass auch diese Variationen hier zu uns nach Deutschland in den Handel kommen werden. Allein schon wegen dieser super coolen, neuen, designten Verpackung. Also da bin ich ein großer, großer Fan. Großes Plus, Playmates, die Verpackung rockt wirklich. Die sieht sehr schick aus. Nichtsdestotrotz müssen wir die Verpackung jetzt leider zerstören, denn wir müssen natürlich an den Mystic Leonardo rankommen. Also schauen wir ihn uns einfach mal wie immer gemeinsam an.
Und da ist er, unser erster Mystic Turtle. Eine nette kleine Variation mit natürlich Playmates typischem wieder kleineren Farbproblemchen leider. Ihr seht schon, also auf den ersten Blick sieht er wirklich cool aus. Ich mag das, er hat so einen Hoodie auf, so wirklich wie so ein Bogenschütze, so Arrow-Style. Aber ihr seht auch schon, da fehlen eine Menge Farbapplikationen. Mal wieder. Aber das, was an Farbe da ist, sieht wenigstens noch gut aus. Das ist nicht irgendwie zugekleckert oder so. Das ist eine tolle Sache. Alles andere, Playmates, bitte. Ihr seid jetzt im Jahre 2015. Kommt schon, spendiert euren Turtles doch mehr Farbe. Ihr habt schon so eine tolle neue Verpackung. Jetzt kommt ihr damit und es wird noch weniger Farbe. Also das ist wirklich ein großer, großer, großer Letdown für eine auf den ersten Blick sehr toll aussehende Figur. Aber nun gut, die Farbe, das wissen wir schon alle, Playmates halt. Ne? Da können wir langsam, weiß ich nicht, ob ich damit leben muss oder so. Aber nun gut, schauen wir uns Leo mal an. Wie gesagt, er hat diesen Hoodie an und dann halt noch so einen Umhang drüber. Ihr seht das hier, der ist äußerst cool gesculptet, muss ich sagen. Ihr seht so einzelne Falten am Start, alles hier so ein bisschen, ja, ringsrum. Cool gemacht auf jeden Fall. Ich komme mal ein bisschen näher ran mit Leo. Und ihr seht auch hinten an seinem Hoodie selbst, an seiner Kapuze, da kommt sogar noch hier sein Bandana hinten durch. Also das haben die auch cool gemacht. Das gefällt mir sehr. Und normalerweise müsste man jetzt denken, wenn man einen Turtle oder eine Turtles-Figur von Playmates in der Hand hat, die so mehrere Klamotten anhat, dann ist die Beweglichkeit eingeschränkt. Aber da hat Playmates definitiv mitgedacht, denn Leo kann seinen Kopf bewegen, trotz dass er diesen Hoodie hat. Seht ihr das? Rauf, runter, gut, rauf, runter, nicht so extremst, aber es ist Beweglichkeit am Start, dadurch, dass nämlich dieser Umhang separiert ist und dieser Umhang sogar sehr flexibel ist. Ihr seht das hier. Da bin ich wiederum froh, wenn ich jetzt mal hier gerade den Umhang hochhebe, dass wenigstens der Rückenpanzer noch bemalt ist. Da haben sie sich wenigstens etwas bei gedacht. Das ist okay. Und so wie ich das sehe, könnte man sogar diesen Umhang, ja, entfernen. Aber ich denke mal, das lassen wir, weil das sieht wirklich cool aus. Hier ist so ein kleiner Riss. Ich nehme mal stark an, das gehört aber zum Sculpting dazu. So eine kleine Macke hier mit drin. Und dieser Leo gefällt mir auf den ersten Blick doch sehr, sehr gut. Schauen wir uns mal die nicht bemalten Teile an, die ich leider sehr schade finde. Man kann erkennen, dass er so typische Bogenschützen-Handschuhe anhat hier mit dieser Verstärkung hier an der Hand. Das ist leider überhaupt nicht bemalt. Ich verstehe es nicht. Es würde doch so cool aussehen, wenn das bemalt wäre. Dann auch hier nochmal so eine Art Handschuh halt. Ne? Hier Stoff drüber. Hier haben wir die Bandagierung. Da haben sie die nicht mal weiß gemacht. Playmates, kommt schon. Das ist eine tolle Figur. Wieso macht ihr sowas? Auch hier, das wird wahrscheinlich so ein Lederarm sein hier. Ihr seht das, hier sind so einzelne Nähte dran und alles. Da, auch da haben sie nichts angemalt. Ich verstehe es nicht. Die Shrubs hier auch wieder nichts. Die ganze Bandagierung, nichts bemalt. Ich bin in der Beziehung äußerst enttäuscht dafür, dass diese Figuren im Preis langsam sogar steigen. Leute, was soll das? Ich verstehe es nicht. Er sieht toll aus. Ich finde ihn wirklich super cool gemacht. Das ganze Sculpting an Leo ist wirklich der Hammer. Ihr seht, er hat einen blauen Gürtel an, also wirklich Leonardo-Style, alles in blau gehalten. Das werde ich gleich mal mit dem Battleshell-Leo vergleichen, denn ich glaube, das ist ein gewaltiger Reuse hier. Das dürfte der gleiche Mold sein. Und ja, weiter unten haben wir dann diese Schienbeinschoner, die Knieschützer eher gesagt hier, auch wirklich in diesem Blauton gehalten. Finde ich persönlich gut, weil es ist freundlich, es ist nett, es sieht nicht irgendwie düster aus, dieser Leonardo. Man erkennt sofort, es ist Leo durch die Farben. Und dann kommen wir wieder zu dem Mega-Nitpick. Schaut auf das hier. Keine Bemalung. Keine Bemalung an diesem gesamten Sculpting hier unten dabei. Warum machen die dann überhaupt noch so ein Sculpting, wenn es eh nicht bemalt wird? Also das ist wirklich ein großer Letdown. Und jetzt fangen sie noch an den Füßen zu sparen. Hier unten drunter ist mittlerweile auch jeder Fuß hohl. Nur für den Ballpack könnt ihr da hinten das, da könnt ihr das reinstecken. Das haben die noch gelassen. Sie fangen an, noch mehr zu sparen. Ich verstehe es nicht. Ich persönlich als euer Turtles Reviewer des Vertrauens möchte echt mal einen ehrlichen, ernst gemeinten Brief an Playmates schreiben und mal fragen, was das mit dieser Sparpolitik soll. Denn diese Figuren sehen toll aus. Ihr werdet das auch in den nächsten Wochen sehen. Die anderen Jungs haben es einfach drauf. Die haben ein tolles Design. Nur durch diese Farbvariation schmerzt es mich doch sehr. Ja, kommen wir mal kurz zur Beweglichkeit. Ich glaube, diese Review wird nämlich sonst zu lang. Die Beweglichkeit, wie gesagt, der Kopf, der lässt sich super gut bewegen. Er ist auf einem Balljoint-Turtles typisch halt. Ihr könnt ihn relativ gut bewegen, auch wenn es rauf und runter nicht so toll geht. Aber die Beweglichkeit ist vorhanden. Dann ist die Beweglichkeit der Turtles standardmäßig geil. Seht ihr das?
Leonardo kann hier sogar den Mega-Kranich machen, es funktioniert. Also das ist die typische Beweglichkeit unserer Basic Turtles, die ist wirklich sehr toll. Wir haben das hier mit den Gelenken hier drin am Start. Wir können die Hand nochmal so weit drehen in der Handgelenk selbst, das ist alles super, super cool. So kennen wir es halt, ne? Beine spreizen, jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier funktioniert. Wir drehen die Beine jetzt mal nach außen und dann könnt ihr natürlich auch die Beine spreizen. Das ist wiederum etwas, was Playmates immer gut macht, aber auch nur bei den vier Jungs, weil ihr wisst ja, bei den anderen Turtles sieht es leider da nicht so gut aus. Also Beine spreizen sehr gut, Beine nach vorne natürlich auch gut. Wir haben das hier standardmäßig, wie wir es von unserer Toyline schon kennen und lieben. Der Panzer hier vorne ist aus einem weicheren Gummi gemacht. Das heißt, das lässt dann gut nach, wenn ihr Leos Beine auseinanderpackt oder ihn irgendwo in ein Auto setzen wollt. Schaut euch das an, das ist geradezu perfekt. Wir haben ein einfaches Kniegelenk am Start. Das ist hier unter dem Knieschützer am Start. Seht ihr das hier? Das geht auch sehr gut. Und wir können auch nochmal die Füße in sich so drehen. Auch das läuft wirklich sehr gut. Also Bewegungspunkte technisch ist dieser Leonardo, wie wir es natürlich von den Turtles selbst kennen, einfach nur super gelungen. Und halt, ja, die Farbe ist der einzig große Nitpick. Was hat denn jetzt unser cooler Bogenschützen Leonardo wohl für Accessories dabei? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Als erstes hat er natürlich seinen Bogen dabei. Das Design, ja, das ist wirklich so ein alter Bogen irgendwie aus dem Mittelalter, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was es mit diesen Mystic Turtles jetzt auf sich hat. Ich meine, das könnte sogar aus irgendeiner Folge aus der neuen Staffel sein, die ich noch nicht kenne. Aber der Bogen ist ganz okay. Leider auch nur im Braun gehalten, aber detailtechnisch muss ich sagen, gefällt er mir doch sehr gut. Denn ihr seht, er hat hier einen Pfeil schon drin. Und ihr könnt hier so ein bisschen die Griffe erhaschen. Und ihr seht auch hier, das Ganze ist so ein bisschen zusammengebunden hier oben. Also das ist schon wirklich schick gemacht. Und ich denke mal, das können wir unserem guten Leo jetzt einfach so in den Arm packen. Und zwar nehmen wir jetzt mal den hier. Wie befestigen wir dann mal hier den Bogen? Gucken wir mal. Hier unten würde ich sagen. Na komm her. Ähnlich wie bei dem Mikey Elf sieht das doch recht cool aus. Und ihr könnt ihn jetzt auch sogar so ein bisschen, ne? Seht euch das an. Das hat was. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Der Bogen hätte natürlich auch Farbe verpasst gekriegt können. Ja, aber ansonsten finde ich, sieht das richtig cool aus. Ich rede schon wieder einen Mist heute, Leute. Also beachtet mich nicht. Schaut euch einfach Leonardo an. Aber das gefällt mir. Das sieht sehr, sehr schick aus. Dafür, dass Leo noch nie in so einer Form zu sehen war, haben die das wirklich äußerst toll gemacht. Aber Leo muss natürlich auch seine Standardwaffen dabei haben. Und die sind auch mit dabei in einer etwas abgewandelten Form. Und hier sind seine Katana. Das sieht auch wirklich sehr gut aus. Es ist leider natürlich auch nur im Plastikbraun gehalten, aber es ist sehr stabil gemacht. Das gefällt mir sehr gut. Und ihr seht auch, ja, es ist ein anderer Schaft, wo die drin sitzen. Das ist sehr, sehr cool. Und ja, zum ersten Mal, seit ich diese Toyline sammle, glaube ich, gehören diese Waffen bei Leonardo nicht auf den Rücken. Die kommen woanders hin. Aber schauen wir uns mal kurz die Schwerter an. So kommt es aus der Verpackung raus und hier sind die Schwerter drin. Ich denke mal, das werden die gleichen Schwerter sein. Ich kann das mal eben sowieso kurz vergleichen. Ich habe nämlich hier schon unseren Battle Shell Leonardo am Start für den Vergleich gleich. Nein, sie sind anders. Definitiv anders. Sie sind ähnlich, aber sie sind anders. Ihr seht das, es ist auch ein bisschen länger. Wartet mal. Hier ist das andere. Dieses Mal haben wir zwei gleiche Schwerter. Fast gleiche Schwerter. Ihr seht das. Ja, okay. Das ist eine andere Variation. Hier ist vor allem der Griffschutz ein bisschen dicker, hier ist er sehr dünn. Also auch das sieht wirklich sehr schick aus und wir können es dann Leo halt in die Hand drücken. Aber dieses Mal ist es halt, was wirklich lustig ist. Erstmal sitzen sie sehr straff hier drin, das finde ich sehr gut. Die halten da drin wirklich äußerst gut. Seht ihr das? Super geil, Playmates, das habt ihr toll gemacht. Die Möglichkeit, Leo jetzt seine Schwerter zu verpassen, ist auf dem Rücken natürlich durch den Umhang nicht gegeben. Hier an der Seite, seht ihr am Gürtel, ist ein Loch. Das heißt, Leo trägt ab sofort in dieser Variante seine Schwerter eher wie so ein Samurai mit sich. Das heißt, er hält sie sozusagen im Arm. Und ja, auch das ist eine coole Idee. Jetzt haben wir wirklich mal so ein eher schon Ninja-Style Leonardo. Ich weiß nicht, also ich finde es persönlich sehr, sehr gut. Nur halt die Bemalung halt, ne? Das ist das Einzige, was hier wirklich der Mega-Nitpick ist. Ja, guckt, wie er seine Schwerter haltet. Wie er seine Schwerter hält. Gott, Schnecke, was ist los bei dir? Ja, das ist aber auch schon eigentlich alles, was ich euch zu diesem Leonardo zeigen kann. Ich würde sagen, jetzt kommen wir nochmal fix zum Größenvergleich und zu dem Direktvergleich mit dem Battle Shell Leonardo. Denn ich denke mal, da ist so eine Ähnlichkeit auf jeden Fall vorhanden.
So, jetzt habe ich nochmal dem Mystic Leonardo seine Waffen abgenommen und rechts seht ihr den Battle Shell Leo. Und ja, wenn wir uns mal genauer den Kopf anschauen, könnte man meinen, es ist wirklich ein Reuse, aber nein, es ist kein Reuse, zumindest von den Köpfen nicht. Das haut hin. Ihr seht, beide lächeln, aber der Battle Shell Leonardo sieht da ein wenig anders aus. Ich habe ja immer gesagt, dass er aussieht wie so eine kleine Ameise durch seine kleineren Augen. Das sieht er beim Mystic Turtle Leonardo ganz anders aus. Er hat größere Augen, die sind auch definitiv tief reingesculptet und sind sehr weiß gehalten. Das gefällt mir richtig gut. Also da ist kein Reuse am Start. Gucken wir uns mal die Gürtel an, wo ich vorhin dachte, das könnte auch ein Reuse sein. Und so wie es aussieht, wird es einer sein. Also ja, fast. Also hier oben dieser Bereich ist ein bisschen anders. Das ist gleich geblieben. Auch der Panzer sieht nicht gleich aus. Also haben sie so ein bisschen vielleicht ihr Sculpting komplett verändert. Was mir hier jetzt auffällt ist, diese Versionen sind ja nun hier sehr... Ja, wie sagt man das? Glatt gehalten. Also ihr habt kein Sculpting an den Beinen oder so. Ihr seht das hier. Hier ist das wieder anders. Das ist wieder mal ein bisschen ähnlich wie die erste Basic Wave. Seht euch das an. Hier sind wirklich wieder so ein paar Falten drin und alles. Das gefällt mir besser, muss ich sagen. Das sieht schön aus. Vielleicht könnte es aber auch ein Reuse von den ersten sein. Ich weiß es nicht. Die Füße sind natürlich komplett anders. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Dadurch schon, dass die ganze Bandagierung hier ist und er wahrscheinlich so eine Art Stiefel anhat oder so, ich weiß es nicht, sieht das komplett anders aus. Und das gleiche ist dann auch mit den Armen. Da haben die, ja, die haben das ein bisschen gechanged auf jeden Fall. Echt schade, 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 dass wir keine Bemalung haben. Selbst die sehr farbarm gehaltenen Battle Shell Turtles sehen dagegen um einiges cooler aus, was die Farbapplikation anbelangt. Also Playmates, bitte, wenn ihr das mal sehen solltet, was ich stark bezweifle, tut uns Fans doch den Gefallen. Mehr Farbe, bitte, bitte, bitte. Also echt. Ja, Leute, aber ich würde sagen, ihr seht schon, die sind eigentlich doch sehr unterschiedlich. Auch auf der Rückseite der Panzer. Auf jeden Fall anders. Da kann man nicht meckern. Ja, okay, ich würde sagen, das war es eigentlich schon soweit, oder? Tja Leute, das war also unser erster Blick auf einen der neuen Mystic Turtles, die ich mir direkt aus Amerika importiert haben lasse für euch. Und ich würde sagen, bevor ich das Video abschließe, es wird heute ein bisschen länger, aber da müsst ihr durch, weil ich muss euch einfach die neuesten Infos zeigen. Wir haben einen Beipackzettel und das interessiert, denke ich mal, viele Sammler unter euch sehr. Einen kleinen Gruß an das Teenage Turtles Forum. Ich denke mal, da wollt ihr auch mal kurz reingucken. Wir haben einen neuen Beipackzettel. Ihr seht das hier, die vier Jungs erstmal beim Handshake, Kawabanga, Leute. Bin mal gespannt, vielleicht gibt es ja jetzt mal ein paar neuere Sachen noch dabei, die wir so nicht kennen. Und hier geht es schon los. Yep, was haben wir denn hier? Die Interactive Talking Turtles. Das heißt, das habe ich auch schon auf der Messe gesehen. Das hat jemand gezeigt. Diese vier Turtles sprechen und wenn ihr diese Turtles nebeneinander packt, dann sprechen die sogar miteinander. Das finde ich sehr witzig. Die sehen sogar ganz cool aus, muss ich sagen. Gefällt mir schon mal. Hier die rechts, die finde ich auch richtig lustig. Das sind diese Stretch and Shout FX Turtles. Das heißt, desto mehr ihr sie auseinanderzieht, desto höher und komischer werden die Töne. Also die sind auch äußerst lustig. Vielleicht kriege ich dann irgendwann einen für euch an den Start, dass ich euch das mal zeige. Hier. Die 11 Inches Tall Giant Figures, aber das sind eigentlich schon die alten. Das kennen wir auch schon, soweit ich das weiß. Das ist nichts Neues. Dann haben wir hier die Ninja Action Turtles. Ich weiß nicht, ob es die schon gab. 360 Spinning Body. Das heißt, die können hier richtig so ein bisschen Kick-Action oder alles machen. Auch nicht schlecht. Ob ich das schon kenne, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Es ist echt schon zu lange her. Hier sind so standardmäßig Sachen am Start, die alten Masken und die ganzen Cosplay-Sachen für euch Kids da draußen. Vielleicht zu Fasching, ganz cool. Dann einen Boxsack, dann haben wir hier unten noch Walkie-Talkies am Start. Jetzt ist was ich noch nicht kenne, schaut euch das mal an. Das sind Light-Up- and Sound-Masken. Ihr seht links zum Beispiel Leo, das sind die sehen ja richtig cool aus mit den Augen. Und die leuchten dann sogar noch richtig hell, auch nicht schlecht. Auf jeden Fall sogar noch mit Soundeffekten dabei, das hat was. Aber jetzt kommen wir mal zur Basic Line. Hier haben wir alles drauf, was wir schon kennen. Ich glaube, da muss ich nichts weiter vorwegnehmen. Auch hier haben wir schon alles, was wir kennen. Also da hat sich nichts großartig geändert. Hier unten sind die Throw and Battle Turtles. Die habe ich ja nun angefangen auf meinem Kanal. Mit Mikey hat das Ganze gestartet. Die Flingers sind auch schon ein wenig älter. Und auch hier die Talking Figures, die gibt es auch in Deutschland, soweit ich weiß. Also hier ist nichts Neues drauf. Da kann ich euch beruhigen, da ist nichts weiter, was euch zu interessieren hat. Was mich jetzt so ein bisschen wundert ist,
Playmates hat da wirklich noch mehr reingeschmissen. Ich habe hier noch einen Beipackzettel. Wahrscheinlich ist das eventuell sogar der aktuellere. Na, würde ich sagen, nein. Das ist sogar noch ein sehr alter Beipackzettel. Schaut euch das an. Der ist älter. Der ist definitiv älter, also haben sie jetzt auch nochmal die ganzen alten Sachen reingehauen. Das ist wirklich aus einer Line, die wir schon kennen. Aber hier ist noch einer. Ich weiß nicht warum, aber hier sind drei Beipackzettel am Start. Also die sind alle gleich teilweise, also das ist völlig unwichtig. Und wir haben hier, lass mal kurz schauen, für das Turtles-Spiel, was ich euch schon mal irgendwann vorgestellt habe, für die Xbox 360, PS3 und den Nintendo 3DS, gibt es einen Code. Das Spiel heißt Turtles Danger of the Ooze. Ist hier ein Code irgendwo drin? Keine Ahnung, das müsst ihr dann, glaube ich... Ach hier, schaut euch das an. Falls es auch in Deutschland funktioniert, gebt das einfach im Hauptmenü ein. Rechts, links, unten, oben, rechts, links. Und dann öffnet sich hier irgendwie ein neues Feature für das Spiel. Also wer das Spiel hat, probiert es einfach mal aus. Ja, Leute. Also leider nicht doch so viel zu sehen und zu schauen, aber ich würde sagen, in den nächsten Wochen sind wir schon mal ganz gut bedient mit unseren Turtles, gerade hier mit unserem neuen Leo. Ich finde ihn, wie gesagt, toll, die Bemalung halt, ne? Das kennen wir nun leider nicht anders. Sehr, sehr schade. Das ist ein großer, sehr großer Negativpunkt an dieser Figur, die ansonsten doch sehr toll aussieht. Ja, ich bedanke mich wie immer, Leute, fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich nächsten Mittwoch wieder. Wie gesagt, ich glaube, ich ziehe die Mystic Turtles vor, damit ihr die gleich alle sehen könnt. Die sind wirklich absolut cool. Also, bis denn dann, reingehauen und wir sehen uns. Und das war ja, Leute, unser erster Mystic Turtle, unser Leonardo als Bogenschütze. Ich finde, er sieht trotz der mangelnden Farbe doch sehr, sehr gut aus. Also wenn ihr ihn vielleicht irgendwann auch in Deutschland sehen solltet, schnappt ihn euch. Guckt ihn euch vorher vielleicht im Laden an und entscheidet für euch selbst, ob er dann eurem Geschmack entspricht. Ich finde ihn gut und er ergänzt meine Sammlung doch sehr. Solltet ihr das letzte Video verpasst haben, schaut wie immer auf die rechte Seite, denn da ist der Throw and Battle Michelangelo zu sehen und darunter natürlich die immer größer werdende Playlist meiner Turtles Reviews. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video und reingehauen!